Willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2, der Kampagne. Wir sind gerade eben auf Phasus gelandet. Ja, wir müssen jetzt gehen. Gehen, 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 was auch immer. Und ja, Alter, gönnt euch mal das. Das ist so ein Planet wie Coruscant eigentlich. So ein Stadthalt, ne? Sehr. Und die Besonderheit bei dem Planeten, sie haben sich freiwillig dem Imperium angeschlossen. Nicht so wie andere Planetensysteme. Aufgabe. Ihr habt eine neue Freigabe, Vados zu verlassen. Neue Aufträge erhalten und auf dem Weg zu eurem Ziel. Dass es den einfach gar nicht juckt. Ich find's so geil, dass einfach so welche Sturmtruppen da stehen, Leute verhören, was auch immer. So. Schönen guten Tag. Commander Versio, Sie können durch. Aha, was, wenn ich ein Rebell bin? Ha? 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 Was, wenn ich nicht zu dir gehöre? Alter, da wird ein AT-AT gelandet. Was wäre geil, wenn die Leute so salutieren würden, wenn ich durchkäme. Zack, das wäre eigentlich voll witzig. Ja, schön, als von mir aus. Oh, Alter, der Typ sagt einfach, inwiefern ist das relevant. Oh, was ein Arschloch. Schade, ich kann nicht in Eco gehen. Von wem ist das eine Trophäe? Alter, die Atmosphäre ist geil. Was ein bisschen aufregt, ist, dass die nicht schneller laufen kann. Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wer ist das? Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vados ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Es ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vados war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Oh, ich kann schneller laufen. Ist das möglich? Oder aber auch Zeit. Aggressiv. Er belästigt Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, 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 zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los. Was passiert denn hier? Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, wow, was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Waffe runter! Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein, 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 komm mal, sie! Ich bin Ihr Commander, Waffe runter! Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht, tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Denn das... das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Okay, jetzt lassen sie ihn einfach hier. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden.
Familie Glepp, das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Jetzt sind wir plötzlich Verräter geworden, oder wie? Auf der anderen Seite des Platzes ist ein... Ach so, sind jetzt so, warum sind das unsere Feinde? Was haben wir euch getan? Ja. Elektroschock, mach schon. Gehen nach der Drohungen. Hauptsache jetzt sind wir Verräter geworden. Please. Ja, das ist, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen enttäuschend, weil ich dachte, das wäre halt eine Kampagne aus Sicht des Imperiums. Und wenn diese Sicht sich nach 2 Stunden ändert, naja. Droide, hack das Teil. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Ja, müssen wir Vater töten hier. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Nico. War das ist Palpatine? Stimmt, sind die Feinde. Lol, hier ist Palpatine. Uns fällt schon was ein. Zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Okay, jetzt habe ich Sachen freigeschaltet. Das hier auf. Ich erkenne den Unterschied jetzt nicht. Okay, ich finde das sogar besser als das Nahkämpfer. Ja, so ist es besser. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Oh fuck. Mann, ich hasse, dass man sich nicht rollen kann. Ach ja, soweit ich weiß, immer ein Kopfschuss, ein One-Shot. Mann, ich möchte mich die ganze Zeit rollen, so ist es fucked up. Wir schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. So, mach Haut, fetter Droide. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Lass das mal in Druiden machen. Hacken. Oh fuck. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir das ist die MPL für eine Waffe. Ach so, das. Ah, okay. Was ist das hier? Hacken. Ah, okay, jetzt kann ich wieder mal. Okay. Nee, brauch ich nicht.
So. Aua. Was war das denn gerade? Okay, weiter, weiter, weiter. Für das Imperium, gegen das wir kämpfen. Ich wurde von einer Blendgranate getötet, ey. Sag doch, die Blendgranate ist geil. Nee, die benutze ich sehr gerne beim Officer im Online-Modus, weil ich habe schon locker 3-4 Kills allein mit der Blendgranate gemacht. Das ist eigentlich ganz nice. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. So, ich nehme mal das wieder mit. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Aim, wo bist du? Der ist kommt Rambo. Scan läuft. In die Gegend. Elektroschock, mach schon. Ey, das ist immer abprallt, das fuckt ab. Ich wünsche, die hätten nicht Vardos ins Spiel gebracht, sondern Coruscant. Das hätte ich lieber gemocht. Dieser Schuss. Dieser Schussabdrücke? Geil. Kannst du natürlich auch so machen. Was, ist nicht gestorben? Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Grund gibt, warum es irgendeinen Grund geben sollte, in der Ego zu spielen. Scan nach Bedrohungen. Egal, ist eher alles frei. So, rein hier. Hey, wir haben wieder Imperialfunk. Geben Sie mir die Corvus. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Hast du Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen? Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie noch sagen. Vorsicht in dem Sturm. Kampfläufer! Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige. Ich finde schade, dass es immer alles so eine Wendung haben muss. Sie haben es zwar ja eigentlich ganz gut gemacht, diese Wendung, was auch immer, aber komm schon, ich hätte lieber gesehen, wie die als Imperiale draufgehen. Aber ich weiß nicht, wie die Kampagne weitergeht. Aber es sieht sehr danach aus, als ob sie zu Rebellen werden. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Die auch drauf. Geht der nicht drauf? Lol. Muss ich auch meinen Weg hier freispringen? Nee.
Ah, ich möchte mal was anderes machen, also nur mit diesen riesen Geschützen hier zu schießen. Auch interessant, dass eine Spezialeinheit einfach weiß, wie man fucking AT-AT fliegt. Was zum? Ja, wollte schon sagen, ey. Alter, aber das haben die Hammer gemacht, ey. Aber aus den Trailern konnte man entnehmen, dass so viel an der Kampagne geändert wurde. Es fehlen einfach so viele Sachen. So, eigentlich sollte sie hier auf Vardos eine Ansprache halten. Oder macht sie es noch? Das kann ja natürlich auch sein, aber ich meine halt. Wir müssen die Schüssel ausschalten, Commander. So, ich habe noch 7000 HP. Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Korbis! Wir verlassen Vardos. Ich bringe uns möglichst dahin. So, es ist gerade sehr eintönig, aber ich möchte trotzdem noch ein paar Rebellen, ein paar Imperiale abknallen. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Ah, so schön zu sehen, wie jetzt sie rumfliegen in der Angst. Aber trotzdem dafür sorgen, dass ich noch 4000 AP habe. Wow. Was macht der? Was zum? Muss mich erstmal um die Kleinen kümmern. Versucht die Schwachstelle zu finden. Oh ja. Einfach durch die gute Arbeit, Commander. Wir haben es fast geschafft. Ich habe noch 3000 HP. Klingt nach viel, ist es aber nicht. Geht alle drauf! Die imperialen Verräter! Ist das Corvus? Ja. Oh, der Sturm! Raus hier! Geht doch raus! Nein! Ja, geht doch. Alter, sieht das aber geil aus, ey. Meine Fresse. Das ist nur so, immer wenn ich sehe, dass ich in die Hocke gehe, also so, dann möchte ich mich die ganze Zeit rollen. Deswegen wundert euch nicht. Unsere Besatzung wird angegriffen. Scan die Umgebung. Achso, das ist Dell, Leute. Das wäre noch so. Muss doch erstmal eigenen Mate anschießen. Achso, sind es jetzt unsere Männer? Ja, wahrscheinlich. Ja, wir sind doch alle Imperiale. Ach, der AT-AT müssen wir auch töten, oder wie? Ja,
fuck, würde ich mal sagen. Ziel, Schock. Oh, danke, Blitz. Oh, nee, der ist ja auch noch. Haltet den Scoutläufer auf! Ich sorge für Ablenkung! Kampf und können an Bord, Commander. Los jetzt, alle rein! Okay, alle an Bord der Corvus. Oh. Nein, wir haben Mann verloren. Rein hier! Los, weg hier! Alter, das ist die Corvus, ein geiles Schiff.